Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute endlich mal wieder einen Haul für euch. Und zwar habe ich in den letzten Wochen und Monaten wieder fürchterlich viel eingekauft. Bei DM, bei Rossmann, online, bei Kosmetik for Less und, und. Und ich wollte euch nicht vorenthalten, was ich gekauft habe. Wie gesagt, dieser Haul ist jetzt in Wochen und Monaten entstanden. Ich habe viele Sachen extra noch nicht benutzt, um sie euch unangegrabbelt zu zeigen. Manche Sachen habe ich aber schon benutzt, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Da kann ich euch dann aber wenigstens schon mal was zu sagen, wie ich die Sachen fand. Und bevor ich jetzt wieder groß drum rumlabe, würde ich sagen, ich fange an. Es geht jetzt los. Ich fange mal mit den nicht dekorativen Sachen an. Und zwar habe ich mir bei DM, das habe ich endlich ergattert, diese Küchentücher hier geholt mit dem Mops. Das ist diese Limited Edition. Ich bin kein Mopshalter, aber seit Pattys Mia Mops liebe ich Möpse sehr. Und die sind einfach liebenswürdig und witzig und einfach zauberhaft. Und immer wenn ich einen Mops sehe, muss ich an Mia denken. Und deswegen musste ich das einfach haben. Die finde ich sehr, sehr süß. Ich glaube, ich kann die gar nicht benutzen. So süß finde ich die. Und um gleich mal im Mops-Thema zu bleiben, ich habe tatsächlich bei Kick dieses Klopapier hier gefunden. Ist das nicht süß? Und zwar ist das eine Mops-Prinzessin mit Krönchen und einem Kleidchen. Fand ich auch ganz, ganz süß. Musste ich unbedingt mit, steht My Little Princess drauf. Und das Mops-Design ist natürlich auch auf der Klorolle. Ja, hat 1,50 € gekostet. Für 4 Stück musst du unbedingt mit. Dann habe ich mir noch mein liebstes Waschmittel gekauft. Das ist das Vollwaschmittel von Lenor mit Anti-Grauschleier in Aprilfrisch. Ich mag einfach, wie das riecht und ja. Was kann ich sonst dazu sagen? Das ist mein Lieblingswaschmittel. Dann habe ich mir noch von Gliss-Kur Schwarzkopf diese Öl-Sprühkur mitgenommen. Das ist so eine Sprühspülung, die ihr einfach drin lassen könnt. Das war jetzt die Vorteilsgröße. Ich benutze immer dieses hier. Keine Ahnung warum. Irgendwie klappt das für mich am besten, wenn man die Haare mal so ganz leicht mit Feuchtigkeit versorgen möchte. Wenn die so ein bisschen trocken aussehen in den Spitzen, dann. Ja, ist das mein Lieblingsprodukt. Dann habe ich mir noch von Garnier Fructis dieses Wunderöl mitgenommen. Ich hatte das immer in dieser hellen Flasche. Das war so eine gelb-goldene Flasche. Und jetzt habe ich diese hier entdeckt. Ich hatte meins nämlich aufgebraucht und das ist neu. Und zwar ist das so ein bisschen dunkler und das soll auch wieder Hitzeschutz und Antifrizz haben. Wo genau der Unterschied ist, weiß ich noch nicht. Es riecht ganz leicht anders. Aber ich habe es schon verwendet und vom Gefühl her ist es das gleiche Produkt. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Vielleicht wisst ihr es ja. Das ist auf jeden Fall ein tolles Haaröl, weil das nur sehr leicht ist. Ihr könnt das auch schon mal hier oben hingeben, wenn ihr so fliegende Haare habt oder Babyhaare. Und davon sehen eure Haare auf jeden Fall in Ansätzen nicht fettig aus, wenn ihr es nicht übertreibt. Und jetzt muss ich euch eine kleine Story erzählen zu dem nächsten Produkt. Und zwar riecht es bei meinem Bruder in der Wohnung immer so unfassbar gut, so ganz subtil, frisch und lecker einfach. Ganz subtil, sodass ich gar nicht sagen konnte, woher dieser Duft eigentlich kommt. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat einfach nur so gemacht. Und beim nächsten Mal hat es wieder so gerochen und dann habe ich ihn wieder gefragt und dann hat er mir verraten, was es ist. Und zwar sind das diese Airwick Duftstecker. Das sind diese Duftflakongeräte, Diffuser-Dinger. Und sowas habe ich noch nie benutzt. Ich habe tatsächlich in der Tat sonst immer Duftkerzen verwendet. Aber bei meinem Bruder roch das irgendwie anders. Also das roch nicht wie eine Duftkerze. Und mein Bruder benutzt immer, immer, immer die Duftrichtung karibischer Mangotraum, hat er mir gesagt. Und dann wollte ich mir das aber nicht mitnehmen, weil ich dachte, ich will jetzt auch kein Nachmacher sein. Und dann habe ich mir Cotton Weißer Flieder mitgenommen davon. Und halt diesen Stecker. Und dann habe ich meinem Bruder das erzählt, dass ich mir das auch geholt habe. Und offensichtlich fand er das traurig, dass ich mir die Duftrichtung, die ich eigentlich mochte, nämlich die, die er benutzt, nicht holen wollte, weil ich es ihm nicht nachäffen wollte. Und dann war er so süß und hat mir eins davon geschenkt. Also hat es mir einfach an die Tür gehängt. Das fand ich so süß von ihm. Deswegen wird das als erstes benutzt. Ich freue mich riesig. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das auch benutzt. Und wenn ja, welche Duftrichtung ihr benutzt, welche eure liebste ist. Ich konnte mich im Laden echt schwer festlegen. Ich bin darin nicht gut. Ich muss aber auch dazu sagen, da gibt es ja diese Testdinger, wo man so mit dem Finger dran reibt und es dann riechen kann. Und ich rieche da fast nichts. Also da ist nicht viel zu riechen. Deswegen ist es echt schwer, sich festzulegen und sich zu entscheiden. Und das nächste ist schon ein dekoratives Kosmetikprodukt. Und zwar hat mein Bruder mir etwas geschenkt. Wieder. Und es ist so wundervoll. Und ich habe es mir so gewünscht. Und er hat es mir geschenkt. Und guckt mal. Das ist die Daisy Marquez Palette von BH Cosmetics. Die wollte ich unbedingt haben. Ich
Das ist diese Palette. Da könnt ihr hier einen Spiegel abmachen und den hier oben reinhängen. So funktioniert das ganze Prinzip. Und so sieht diese Palette aus. Ich finde diese Palette einfach so umwerfend schön. Ich freue mich riesig, den ersten Look damit zu schminken. Das werde ich auch mit euch gemeinsam machen. Wenn ihr Bock habt, das könnt ihr mir ja mal sagen. Ich habe jetzt echt lange durchgehalten, die Palette nicht anzurühren, weil ich wollte keine angegrabbelte, zerstörte Palette in die Kamera halten. Und ich finde die so hübsch. Ich glaube, es wird sowieso sehr schwer, den ersten Pinseldipser zu machen da drin. Aber ich werde es schaffen mit euch gemeinsam. Als nächstes habe ich mir von dieser neuen Trended Up Marke, die da überall aufgepoppt ist, so eine Palette geholt. Die schaut so aus. Die fand ich jetzt für den Sommer unheimlich schön mit diesen schimmernden Tönen. Ich bin sehr gespannt, wie da die Farbabgabe ist. Ich habe da noch gar keinen Eindruck von. Ich habe auch, glaube ich, noch gar keine Lidschatten von Trended Up, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es gar nicht. Und wenn ich welche habe, dann habe ich sie wahrscheinlich noch nie ausprobiert und sie liegen irgendwo rum. Dann habe ich mir noch von Trended Up, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist eine LE, so eine Body Glow Cream mitgenommen. Da habe ich den Tester ausprobiert und da sah das ganz toll aus und ich bin sehr gespannt, das anzuwenden. Dafür brauche ich aber erstmal so ein bisschen Bräune und ich bin im Moment so eine richtige Kalkleiste und ich glaube, auf ganz weißer Haut sieht es auch scheiße aus, ne? Deswegen erstmal ein bisschen Sonne tanken, sofern die Sonne nochmal kommt, ne? Man weiß es ja nicht. Und ebenfalls aus dieser LE habe ich mir noch das Glow Spritz mitgenommen. Das ist einfach so ein Erfrischungsspray, was so einen leichten Glow auf die Haut zaubern soll, in so einem leicht güldenen Ton. Und ich bin sehr gespannt auch auf dieses Produkt, wie das funktioniert. Das kann man dann auch als Fixierung benutzen über dem Make-up und ja, wir werden sehen. Wenn ihr Bock habt, Produkte mit mir gemeinsam auszuprobieren, wenn ich vielleicht einen Live-Test machen soll von verschiedenen Sachen, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne mal schreiben. Wenn ihr das sehen wollt, welche Produkte würden euch denn interessieren, schreibt mir das bitte mal. Und dann war ich auf der Suche nach einer richtig guten Eyeshadow Base. Ich habe nämlich nie Eyeshadow Base verwendet, weil ich immer alle doof fand und die für mich nichts gebracht haben. Nicht einmal die von Urban Decay fand ich so wirklich überzeugend. Mein Problem ist ja, dass ich sehr trockene Haut habe und entsprechend habe ich auch trockene Augenlider. Und bei Eyeshadow Base war es halt immer so, dass meine Augenlider dann angefangen haben, sich zu pellen. Also die Haut hat sich abgeschält. Und wenn ich die dann wegreiben wollte, die abgeschälte Haut, dann ist das natürlich wund geworden. Und am nächsten Morgen hatte ich geschwollene Augen des Todes. Das ist immer mein Problem. Deswegen hat es mir nie was gebracht und ich habe immer darauf verzichtet. Und jetzt habe ich gedacht, nee, also jetzt hast du so schöne Lidschattenpaletten, jetzt brauchst du echt mal eine Eyeshadow Base. Und irgendwie muss es doch auch für Leute wie mich was geben. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen nach Empfehlungen im Netz durchgesucht und bin dann auf die von Love Cosmetic gestoßen oder Love Cosmetic, ich werde es nie lernen. Die sollte gut sein und dann bin ich auf eine von Art Deco gestoßen, die sollte auch gut sein. Und ich muss euch sagen, ich habe beide ausprobiert. Die hier, die kann gleich in die Tonne, die macht meine Augenlider nämlich noch trockener, als sie sowieso schon sind. Aber die hier, die von Art Deco, die finde ich unfassbar gut. Also die ist wirklich der Wahnsinn und die funktioniert sogar für meine Augenlider. Die intensiviert die Lidschattenfarben, es lässt sich immer noch wunderschön verblenden mit diesem Produkt und ja. Und ich bin so froh, die gefunden zu haben, weil es ehrlich die erste Eyeshadow Base ist, die für mich funktioniert, wo meine Augenlider nicht noch trockener von werden oder sich abschälen. Ich finde die großartig. Dann habe ich mir noch Make-up geholt und zwar von Judith Williams wurde ja empfohlen, das Make-up und auch der Primer dazu und dann habe ich mir das Make-up geholt und der Primer, der war nicht mehr da. Der Primer war schon ausverkauft und der war ja auch heiß umschwärmt. Und dann war ich darüber so traurig, dass die Verkäuferin beim DM gesagt hat, ich soll den Tester mitnehmen. Und der Tester war noch fast voll und ich habe mich riesig gefreut, dass ich das machen durfte. Und was soll ich sagen? Ich habe die Sachen schon ausprobiert und es ist egal, in welcher Kombination ich es versuche. Wenn ich beides zusammen auftrage, dann schält sich meine Nase ab. Ihr kennt ja schon mein trockener Hautproblem. Also das Make-up auf meiner Nase kann ich dann so abnehmen. Das schält sich einfach ab. Also eine kleine Berührung reicht aus. Einmal Nase geputzt und die komplette Nase ist frei. Wenn ich das hier einzeln benutze, ohne die Base, habe ich das gleiche Spielchen. Wenn ich das mit einer anderen Base verwende, ebenso. Dann habe ich das hier ausprobiert. Also die Base mit einer anderen Foundation oben drüber.
Gleiches Spiel. Ich weiß nicht, was in diesen Produkten drin ist. Wenn ich mir die Inhaltsstoffe angucke, dann glaube ich einfach, dass hier irrsinnig viel Glycerin drin ist. Für mich funktioniert das überhaupt nicht. Leider, 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 leider. Es macht mich echt traurig, weil bei anderen sah das wirklich schön aus, das Ergebnis. Und für mich funktioniert das leider gar nicht. Das setzt sich überall unschön ab. Es pellt sich ab. Meine Nase nimmt das überhaupt nicht an. Ja, wenn ihr wirklich trockene Haut habt, und ich meine jetzt nicht so trockene Haut, sondern wirklich richtig, richtig, richtig trockene Haut, Neurodermitis-Haut, so wie ich, dann überlegt euch das gut, ob ihr euch das anschafft. Für mich hat das leider nicht funktioniert. Dann habe ich noch was von Trend It Up und es ist hier leider schon etwas kaputt gegangen, sehe ich gerade am Deckelchen. Und zwar ist das ein Body Bronzer. Das ist auch aus dieser LE und soll zu großflächigen Anwendung auf dem gesamten Körper geeignet sein. Das hatte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so ins Auge gefasst. Ich wollte nur mal schauen, wie er sich im Sommer auf meinen Wangen macht. Da hatte ich Bock drauf. Und ich freue mich schon sehr, das auszuprobieren, wenn denn irgendwann mal Sommer wird und ich vielleicht sowas ähnliches wie einen Ting habe. Einen Ting. Und dann auch noch von dieser neuen Trend It Up Marke habe ich so einen Stick geholt. Das ist einfach ein Lippenstift. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das ist so ein goldiger Nude-Ton mit leichten Schimmerpartikeln. Funktioniert für mich immer sehr gut zu jedem Make-up. Deswegen mag ich solche Töne sehr gern. Und auf vielfache Empfehlung von euch habe ich mir von Essence diese Lash Princess False Lashes Effekt Mascara mitgenommen. Und ich habe die schon ausprobiert und was soll ich sagen? Sie klumpt. Sie klumpt bei mir des Todes. Und sie verlängert nicht, sie macht kein Volumen und irgendwie bin ich voll enttäuscht von der. Ich bitte um neue Tipps. Wenn ihr einen Tipp für eine gute Mascara habt, außer die Maybelline Mascara, die rosane, die ich sonst auch immer verwende, wenn ihr irgendeinen Experten-Pro-Tipp für mich habt, dann sagt mir das bitte, weil leider hat die für mich überhaupt nichts gemacht. Und dann ebenfalls vielfach von euch empfohlen war der Concealer von Maybelline, dieser Instant Anti-Age-Löscher. Und ich habe den ausprobiert und das ist mit einer der besten Concealer aus der Drogerie überhaupt. Der teilt sich für mich echt den ersten Platz mit dem Concealer von Make-Up Revolution. Der hier ist ganz, ganz toll, gerade wenn man eine trockene Augenpartie hat, weil das hier immer so creased, weil das immer reinrutscht, weil das immer in die Mimikfältchen rutscht. Und das tut der hier gar nicht so. Und ich freue mich so, dass ich den auf eure Empfehlung gekauft habe. Ihr seid echt die Besten. Das ist echt der beste Concealer. Ich glaube, ich hätte mir den nie gekauft, wenn ihr nicht gewesen wärt, weil ich nämlich dieses Schwammapplikator-Dings doof finde. Das finde ich nicht gerade hygienisch, aber ich verzeihe dem Produkt das, weil es einfach super gut funktioniert. Und dann habe ich mir auch noch den Make-Up Revolution Concealer nachgekauft. Meiner ist nämlich leer gegangen. Das ist, wie gesagt, mit dem von Maybelline echt der beste Concealer im Drogeriebereich. Der hier ist etwas günstiger, der von Make-Up Revolution. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann solltet ihr euch den unbedingt mal angucken. Den finde ich auch ganz, ganz toll. Und dann habe ich noch von der neuen Trend It Up Marke ein Summer Glow Fixing Spray Finishing Spray mitgenommen. Und ich habe das ausprobiert und es ist großartig. Also der Duft von dem Zeug ist erstmal so gut. Ich würde mir echt wünschen, die würden ein Parfüm daraus machen, weil es einfach so gut riecht. Aber das funktioniert auch ganz toll für mich. Es hinterlässt wirklich einen schönen Glow. Also für den Drogeriebereich finde ich das ein richtig schönes Fixing-Spray für Menschen mit trockener Haut, mit sehr matter Haut, die gerne etwas mehr Glow hätten. Dann habe ich noch von Max Factor diese Lippenbutter hier mitgenommen. Ich hatte vorher immer diese Lippenbutter von Astor. Aber seit einer Ewigkeit kann ich keinen Astor mehr kaufen. Rossmann hat keinen Astor mehr, DM hat keinen Astor mehr und einen Müller haben wir hier in der Gegend nicht mehr. Ich kann es irgendwie nirgendwo mehr kaufen, deswegen versuche ich es jetzt mal mit dieser Lippenbutter. Dann habe ich mir noch diesen Sportproof Primer von Catrice mitgenommen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Der soll wasser- und schwitzfest sein und die Poren minimieren. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht, aber man muss es ja ausprobiert haben. Und dann konnte ich wieder an Lidschatten nicht vorbeigehen, weil ich ein Opfer bin. Da habe ich mir einmal diese Sydney-Palette von Essence mitgenommen. Fand ich sehr, sehr schön, die Farbzusammenstellung. Besonders diesen Ton und diesen Ton und diesen Ton habe ich sehr gemocht. Und dann habe ich auch noch die Rio-Palette mitgenommen. Da haben mich besonders diese Töne und dieser hier angemacht. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Im Moment sind die Lidschatten von Essence ja der absolute Hammer. Und deswegen musste ich die einfach mitnehmen. Ich hoffe, diese enttäuschen mich auch nicht. Und dann habe ich noch was bei Cosmetic for Less bestellt. Und zwar diese super gehypte Wet n Wild Photo Focus Foundation.
Und ich habe sie schon ausprobiert und ich finde sie genial. Sie trocknet so ganz leicht meine Haut aus, womit ich natürlich schon gerechnet habe. Ich habe sie eigentlich gekauft, weil viele YouTuber gesagt haben, dass sie eben nicht die Haut austrocknet. Bei mir trocknet sie die Haut aus. Aber wenn ich meine Haut unten drunter wirklich gut creme und gut prime und gut vorbereite, dann geht's. Ansonsten finde ich das Finish von der einfach den Hammer. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Viel besser als das von Judith Williams in der Tat. Und ja, wenn ihr die noch nicht kennt, könnt ihr euch die gerne mal angucken. Und dann habe ich auch noch von Makeup Revolution diese wunderschöne Palette hier bestellt. Das ist tatsächlich eine Glitzerpalette. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier nur Glitzer drin. Ich wollte nämlich Glitzer haben für die Augen und ich war zu geizig und auch zu ahnungslos und planlos, mir von NYX einen auszusuchen. Im Laden habe ich die nicht gekriegt und online war ich wegen der Farben immer unsicher. Und dann habe ich das hier gefunden und dachte, hier habe ich ja viel mehr Farben für viel weniger Geld. Und dann habe ich das natürlich mitgenommen und dachte, ich versuche das mal und gebe dieser Sache mal eine Chance. Wir werden sehen, ob das gut ist. Und dann habe ich noch dieses Make It Dewy Fixing Spray von Milani mitgenommen. Ihr merkt, ich bin im Moment Fixing Spray fixiert, weil ich immer nach Produkten suche, die meine Haut nicht so bröselig und cakey aussehen lassen. Und ich möchte euch hiermit das beste, das allerbeste, erschwingliche Fixing Spray ever vorstellen. Das ist wirklich so gut. Ich glaube, Jeffree Star hat es empfohlen, wenn ich mich nicht irre. Das ist wirklich unglaublich gut. Das macht ein so schönes Finish. Das ist sehr, sehr pflegend. Ihr müsst sogar aufpassen, wenn ihr euch damit einsprüht, dass ihr euch die Haare abdeckt, weil sonst sehen die nämlich fettig aus danach. Aber die Haut eben nicht. Die Haut hat einfach einen ganz natürlichen Sheen. Sieht genährt aus, sieht gesund aus. Es duftet schön, das ist wirklich das allerbeste Fixing Spray ever. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr an Milani rankommt oder mal bestellt, dann muss das unbedingt in euren Einkaufskorb wandern, wirklich. Und dann habe ich zu meiner Bestellung noch von Revolution diese Awesome Metals Foil Finish Teile geschenkt bekommen. Das war tatsächlich ein Geschenk zur Bestellung und ich habe keine Ahnung, wie man das verwendet. Da ist nämlich so ein Fläschchen mit dabei und so ein Lidschatten-Dings. Ich habe keine Ahnung, wie man das verwendet. Ich werde es rausfinden. Und das war auch schon mein Einkauf. Ich glaube, das waren aber auch genug Produkte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht eine Mascara-Empfehlung für mich habt. Gerne im Drogeriebereich. Wenn ihr gerne mehr über die Produkte sehen möchtet, wenn vielleicht Produkte dabei sind, die euch in der Anwendung total interessieren, die wir mal gemeinsam testen sollen, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr da vielleicht Ideen oder Wünsche habt, was wir damit drehen könnten. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch vielleicht inspiriert. Ich habe euch vielleicht mit dem einen oder anderen Teil angefixt. Da freue ich mich immer drüber, wenn ihr vielleicht was Tolles gefunden habt. Und dass vielleicht kein Fehlkauf war und ihr euch sehr darüber freut, dass ihr das gefunden habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich sage euch Tschüss.